Ja, also, ich habe einen Mitmachtext mitgebracht. Ihr seid also hergekommen, ihr müsst jetzt auch noch was machen, ihr armen Schweine, ey. Ja, also das funktioniert so, dass ich immer sage, Alter, und ihr sagt, yo. Wir probieren das mal. Alter! Yo! Alter! Yo! Alter! Yo! Super. Ja, dann muss ich sagen, ich habe auch ein Märchen mitgebracht. Das heißt, wir haben heute einen Themenabend. Wir haben das gar nicht abgesprochen. Nee, wir haben wir wirklich nicht. Ja, gut. Und ich habe ein Märchen weitergeschrieben, und zwar das Rapunzel-Märchen. Viel Spaß. In einem weit entfernten Königreich, gleich hinter Halles großem Baggerteich, wo die Sonne seicht aufs Wasser scheint und der Nazi auf den Döner weint, während die Tauben ihre Kreise ziehen, da sitzen zwei hotte Chicks ganz nice am Beat. Einst sind sie entflohen dem goldenen Käfig, MC Rap Unzel und DJ Austin, beste Freundin für immer und ewig. Doch, was ist bis dahin passiert, fragt ihr euch jetzt? Ich hoffe, ihr seid nicht zu entsetzt. Glücklich bis zum Ende leben! Gibt es nicht. Der Scheißprinz hat Rapunzel nicht geschätzt und sie für den Ruhm versetzt. Erst erlebten die beiden ein ganz schickes Jahr, doch der Prinz war zu besessen von Rapunzels Haar. Er hat dann krass eine Band gegründet und die Starwelt hat ihn echt geblendet. Also damit ihr das versteht, kennt ihr die Musikrichtung Hair Metal? Das sind so Typen mit Glitzernieten und krassen Frisuren, die mit sexistischen Texten durch die Gegend touren. Und das klingt dann so, als hätte man ihnen die Eier abgeschnitten und wäre damit heulend in den Sonnenuntergang geritten. Und der Prinz mit seiner Band namens Crim Clamor kam gleich groß raus mit seinem ersten Song und der ging ungefähr so. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter, dann komm ich rauf und wir treiben's immer bunter, denn du hast nicht mal einen Schlüpfer drunter, nicht mal einen Schlüpfer drunter. Rapunzel, die fand das natürlich gar nicht nett und verwehrt ihm das eheliche Bett. Und nach einem wilden Scheidungsjahr und nachdem der Prinz schon längst Rockstar geworden war, wollte Rapunzel sich rächen und gab ihrer besten Freundin DJ Austin ein Versprechen. Ich werde die beste Rapperin der Welt, weil das den Metalheads so gar nicht gut gefällt. Ich will kein Sunshine-Girl mehr sein. Ab jetzt werfe ich meine Rhymes in den Raum rein und jedes blöde Schwein, das Frauen schlecht behandelt, wird ab jetzt in Eiersalat verwandelt. Alter! Doch als Frau in der Rap-Szene hat man es gar nicht leicht. Bei Männern hat vielleicht das Bitch-Gelaber noch gereicht. Deine Mutter hier und da, im Maul einen falschen Zahn durch viel Viagra und dann wird sich fein mit einer Scheißmaske in der Fresse gesund. Aber plötzlich wurde ihr klar, wo das ganze Stroh herkommt. Aus den dummen Köpfen von Sido, Bushido und Co. Siehste, deswegen mach ich Techno, sagte DJ Austin. Den Metal-Scheiß kannst du nicht mehr hören, die Band-Logos klauen uns die Gören von H&M, die deutsche Pop-Szene heult nur noch rum wegen Lieblingsmenschen und weil man keine Maschine sein kann. Mensch Unzel, zieh doch die Leute mit deinen eigenen Ideen in den Bann. Okay, dann fange ich einfach mal an, Alter. Ich zieh die Menschen in meinen Bann, Alter. Hörst du den Klang der ultimativen Bitchness? Ich scheiße auf Fitness, ich fress lieber Kuchen, Alter. Marmorkuchen, Käsekuchen, Mutterkuchen, Pustekuchen. Ich werd hier nicht auf Pornos fluchen. Dann sind wir mal ehrlich. Pornos sind doch auch nur Unboxing-Videos für Erwachsene. Aber ich will euch mal erzählen, wie das wirklich war, bevor der scheiß Prinz an meinem Haar Gefallen gefunden hat. Ja, da saß ich da oben im Turm und hab mit Sonderrabatt Netflix geklotzt. Und immer mal, wie es mir beliebt, meinen Speichel nach unten gerotzt, hab ständig in Ruhe zu YouPorn masturbiert und auch das Stricken und Nähen probiert. Und dann kommt der einfach und zerrt mich aus meiner Ruhe. Ich frag mich bis heute, was soll das Getue? Ich stehe auf Männer und Männerhass finde ich scheiße. Aber was wäre denn, wenn ich dich plötzlich aus deinem geliebten Alltag reise? Ja, da guckst du nur blöde. Da oben, da war's nicht öde, der Turm war geil. Ich brauch keinen Ritter mit Pfeil und Bogen auf einem scheißweißen Schimmel. Und wenn's soweit kommt, dann lutsch ich, weil ich Bock hab an einem Himmel, Herrgott, guck mal da drüben, da auf dem Rübenbeet, da hängt der Prinz Crim Clamor. Und tatsächlich, da ganz traurig auf einem Turm, da hockt er nun, der arme Wurm. Und MC Rap Unzel, die fasst sich ein Herz und geht sie umhin und er schreit vor Schmerz. Ich glaub, Hair Metal ist schon wieder out. Und ich hab mir mein ganzes Leben verbaut. Ein wütender Groupie hat mich hier eingesperrt. Die hat mich an den Eiern gepackt und einfach reingezerrt. Okay, lieber Prinz, jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Und auch nochmal für euch, damit ihr das alle endlich versteht. Lieber Prinz Crim Clamor, möchtest du aus diesem Turm gerettet werden? Weil wenn du Nein sagst, dann akzeptiere ich das, denn Nein heißt Nein. Und dann gehe ich einfach wieder heim. Ja, es tut mir leid, ich war zu überschwänglich, aber bitte, bitte rette mich. Doch was tut sie nun? Sein Haar war durch das Haarspray spröde und zerstört, wegen der Musik, zu der er halt gehört. Was passiert denn nun, wenn er nicht mal lange Haare zum Hochziehen hat? Der Turm ist echt krass hoch und viel zu glatt. Doch unsere Unzel, die ist ein wahres Ideenwunder.
Prinz Klemmer, Prinz Klemmer, lass deine Eier runter. Und während die Nachbarn lunzten aus den Fensterschleiern, zog sie sich hoch an seinen Eiern. Hat er keine langen Loten, zieh dich herauf an seinen Hoden, Alter. Da müsst ihr auch gar nicht so erröten. Im Alter wachsen halt des Mannes Klöten. Und jetzt zum Ende gibt's auch kein romantisches Geküsse. Es gibt nur langgezogene Nüsse. Und natürlich auch eine Moral von der Geschichte. Feminismus schadet nicht. Dankeschön.